eine Bohrwiderstandsmessung, die mir halt im Ergebnis zeigt, ob der Baum eine Hohlstelle hat, eine Fäulnis hat, ob das Holz unterschiedliche Dichten hat. Und darauf ist dann zurückzuschließen, ob der Baum halt eine Gefährdung ist oder nicht. Indem ich den Resultat so graf und ansetze, aktiviere ich die Bohrung. Jetzt sehen Sie, wie der Bohrer komplett in den Baum einfährt. Pio, du stehst im Bild. Können wir bitte noch ein bisschen zurückgehen, Leute? Wir können ein bisschen reinzoomen, oder? Bis halt 40 cm hat die Messung erfolgt. Im ersten Zentimeter sieht man die Rinde, ziemlich dünn, kein Widerstand. Und jetzt sieht man aber einen relativ stabilen Bohrwiderstand. Er hat mir gesagt, dass der Baum in sich keine Fäulnis enthält. Ist er eine Gefährdung? Dieser Baum jetzt nicht. Der hat halt ein anderes Problem, der hat ein Eschentriebsterben. Aber vom normalen Stamm her, von Holz, im Moment ist er noch bitter.